Gutl, bin ich jetzt dran, ne? Da ist der Mandarinengeschmack noch intensiver. Panther in den Mandarinenquarkkuchen schmeckt man doch gar nicht, wenn ich da einen Mandarinenkuchen aus dem Oh, gut, dass ich nicht mehr gedreht habe, hä? Verschwinde von hier. Mir geht's gut. Wie kriegen wir dich da raus? Zuketten an der Wand. Aber es gibt drei davon. Was soll ich tun? Atreus, konzentrier dich. Du kannst das. Bitte beeil dich. Ich weiß gar nicht, ob ich trinken kann. Los, denk nach. Hati ist der Silber. Er jagt den Mond. Der goldene Skell verfolgt die Sonne. Damit Ragnarok eintritt, müssen sie fressen. Die Anordnung ist falsch. Gut, Junge. Mut nach links, Sonne nach rechts. Midgard in die Mitte. Aber welchen Hebel ziehe ich? Links, Junge. Ideen. War verkehrt. Was hat er gesagt? Sonne? Ah, so. Hier muss der Mond hin. Okay, den dann nach unten. So, nochmal. Nochmal. Ja, dann die Sonne runter. Dass er das nicht selber sieht, der sagt es sogar ja noch. Oh. Dummes Kind. Hä? Ach so, der fährt dann durch. Der Linke. Ja, warte mal ab. Müssen sich Midgard irgendwie ausbremsen. Zieh den rechten. Gerd. Ach doch, das ist gegangen. Perfekt. Selbst gemacht, nur gekauft oder nur auf 15. Ja gut, das macht Sinn. Oh. Junge, halt die Kette fest. Du bist ein Albgott. Streng dich an. Junge, du musst die Kette stoppen. Wie? Ich weiß es nicht. Mit dem Messerchen. Ich hab eine Idee. Ihr Messer? Kaputt gemacht. Ah, das ist nur so breit. Ich weiß, aber es hat dich gerettet. Das war sehr schlau, Junge. Konntest du nur das Messer nehmen? Erstmal Ohrfeige. Stummarrest. Stummarrest gibt es. Ohrfeige und dann du mal nach Hause kommen, Junge. So. Jetzt fällt der Kristall runter. Ne, Klock. Die Rune ist frei. Wir haben es geschafft. Ja, mal sehen, was Tier für uns hat. Was ist denn der Unterschied zwischen Kristall und Rune? Frias Schutzrune. Sie ist weg. Was machen wir jetzt? Wir gehen weiter. Jetzt die Schutzrune ist weg. Ist noch da, siehst du doch. Da ist er, wir haben ihn. In der Hand. Jetzt nach Hause, das Haus steht doch gar nicht mehr, doch. Doch, das Haus steht noch. Wieso steht das nicht mehr? Junge. Wir haben noch nur die Perle davor verbrannt. Hier. Am Tag deiner Geburt. Rune gleich Schrift, aha. Danke. Aus Metallen meiner Heimat und dieses Landes. Eins für mich selbst. Und wenn du soweit wärst, eins für dich. Heute ist dieser Tag. Bin ich jetzt ein Mann? Wie du? Nein. Nein. Potzlevel. Wir sind keine Männer. Wir sind mehr als das.
Die Verantwortung ist viel größer. Bitte ja schlecht. Und du musst besser sein als ich. Ich bin besser als du. Verstehst du? Ich bin Batman. Ich bin Batman. Ich bin besser. Die Macht dieser auf. Waffe, jeder Waffe, kommt von hier. Im Zusammenspiel mit dem hier. Durch Disziplin, die Selbstbeherrschung von dem, der sie trägt. Okay. Darin liegt die wahre Stärke eines jeden Kriegers. Alles klar. Vergiss das niemals. Ne, habe ich aufgeschrieben. Also ja, Dienstbuch aus Gold. Wahre Stärke. Machst du denn da Scheiße. Die ganze Zeit? Sag mal. Ich halt Roller gegen Schreibtisch. Ach so, ja dann. Nichts. Ja. Warte! Oh. Guck mal da hinten. So kriegt man also ein Tattoo. Hast du sie gesehen? Ja. Schau, die ist dran. Sicher. Was? Na gut. Oh, wie schön immer die Fettsäcke. Oh, und Zwehe gleich. Und oh. Ja. Was, ob Kratos groß nachgedacht hat, als er Zeus lustige Truppen platt gemacht hat? Tja. Ja, wow, wow. Ich glaube, der denkt nicht so viel, der handelt eher. Die heilen sich. Die heilen sich, die Schweine. Nur weil er seine Brüder platt gemacht hat, der soll sich mal nicht so haben. Ja, genau, eben. Man kann auch zimperlich sein. Aber ich bin ganz froh, dass Gerbi gesagt hat, ich bin fertig. Ah, doppelt. Dann, ja. Gar nicht so einfach. Hm. Ja, der Weiße. Ja, steht über der Feuer hin im Weg. Du Scheiße, ich bin der Tod. Ja. Nur noch zwei, was? Waren die ganze Zeit zwei. Ganze Zeit nur zwei. Was hast du für Augen im Kopf, Alter? Na, zählen kann er nicht so. Hat deine Mutter dir nichts beigebracht? Naja. Wie meinst du? Von hinten! Na, eine. Oh. Ey, ich weiß, du nicht sagst. Welch eine Feststellung, mein Junge. Du bist ein wahrer Gott. Halbgott. Nee, der hat festgestellt, ich bin fast tot, das ist ein Gott. Ja, so, ja, gut. Na, ja, weil die seinen guten Platz gemacht haben, da soll er sich mal. Größerer besiegt. Mickriger Troll. Ja. Klar, ja, Großklapp, was hast denn du gemacht? Chaosflamme, geil. So, und wir haben für das Schwert eine Wunde gekriegt, ja? Mhm. Mal rein. Haben wir hier Schönes? Ne, bald bei unseres. Ja, ja. Super. Hat doch ganz gut geklappt. Ja. Ja, ging jetzt doch schneller, als ich dachte. Klingt besser verfügbar.
So. So, hier haben wir noch einen Trank rumliegen. Mal eine Truhe rumstellen. Nur ein Trank. Ja, so viel Schätze hier. Wir nehmen es nicht mit. Nächstes Mal nehmen wir nicht den Jungen mit, sondern Packesel. Oh. Da ist auch noch. Da hier von jedem. Sammelt da hier so ein bisschen Hacksilwein, hier können sich die Taschen vollstoppen. Ja, ja. Das ist bestimmt wertvoller als Hacksilber. Ja, mal gucken, ob hier noch was versteckt ist. Und hier ein bisschen 20 Hack. Hab hier 20 Millionen rumliegen. Was ist der Sohn jetzt eigentlich, ein Viertelgott, wenn sein Vater ein halber ist, oder war die Mutter was Besonderes? Nee, der Vater ist ein ganzer Gott. Die Mutter war nichts Besonderes, das war eine Sterbliche, hat er ja gesagt. Und der Sohnemann ist dementsprechend ein Halbgott. Das ist so, wie Kratos ihm das erklärt hat. Bloß, dass er nicht Halbgott gesagt hat, sondern Gott. Ja, er hat auch Gott gesagt, genau. Also so hatte ich das jetzt verstanden. Mal, Kind, mal. Na, hat er jedenfalls gesagt, dass er ein Gott ist. Ich dachte, das ist ein Halbgott, wo. Ja, aber er hat gesagt, er ist ein Gott, nur aus einem ganz anderen Bereich. Wir sind fast am Ende. Ja. Hatte da keinen Bock mehr drauf und ja. Vielleicht erzählt er jetzt noch ein bisschen. Mal gucken, was er jetzt sagt. Ja. Trink erstmal einen Schluck, mein Kind. Nimm mir auf einen. Das ist mir. Von der Insel Lindas. Nahe meinem Geburtsort. Aufs Ende einer Reise. Wirklich? Riecht wie faule Eier. Ist der noch gut? Vielleicht. Deshalb trinkst du ja zuerst. Füll ihn ab. So geht das, Kind. So mache ich das auch immer. Muss mein Kind Saufen beibringen. Vater? Warum hast du deine Heimat verlassen? Da war es mir zu groß. Wegen der anderen Götter dort? Ich meine, du hast die Götter so sehr. Aber Tyr zum Beispiel war gut. Und du bist gut. Du hast nur Böse getötet, stimmt's? Ja, ist so ähnlich. Ja. Aber wer kann das schon beurteilen? Sei still. Wir können's. Wir wissen's besser. Aha. Klingst immer mehr wie dein alter Herr. Bereit? Bereit. Komm. Katze sein wird mir gefallen. Mhm. Diese Tattoos sind weg. Ja, die leuchten doch nur so unter der Haut auf. So UV-Tattoos. Wir gehen, wohin wir wollen. So, tun, was wir wollen. Und jetzt besuchen wir die Riesen. Ja,
Nachdem wir die Weltenrune nach Jüttenhelm gelernt haben, können wir nun zurück zum Tor auf dem Gipfel gehen und den magischen Meißel einsetzen. Diesmal stellt sich das Gipfel in den Weg. Los! Der magische Meißel. Ja. Schade. Schade. Wird Hühnchen zum Abend. Kannst du das lesen, Kind? Ah, jetzt kann ich es lesen. Aber ist es ein Name? Rota! Wow, der Name hat sie entfacht. So heißt eine der Walküren. Äußerst seltsam. What? Okay. Die Rote. Dass ich ein Gott bin. Ich will sein Gesicht dabei sehen. Nein, und hier, ich habe dein Geheimnis womöglich zu lange bewahrt. Aber jetzt wirst du unser Geheimnis lesen. Wahren. Ich kann sie nicht lesen. Ich will aber in der Schule damit angeben. Lies vor. Ja. Ach, das kannst du jetzt lesen nach einem oder was? Ich kann sie jetzt lesen. Da steht in Muspelheim, der Feuerwelt, Sinsuturs Spießruten. Wie ein magischer Speer. Das sollten wir uns mal ansehen. Gott kennt keine Angst. Genau. Ach, guck an. Sieht das hier hinten auf, hä? Vollständig. Mhm. Oder haben wir das schon? Ja, ist ja gut. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, da, wo das in der Mitte fehlt, das war woanders. So. Sollten wirklich mit einer Chiffre wiederkommen. Ah, wo ist es wechseln? Die Hütze? Hm. Ach da, ja, schwarzes Loch. Ui. Oh. Wir sind Hexen wieder. Ja. Zwei auch noch. Oh, no, Kloster. Kloster. Uah, gegiftet. Nein! Ja, doch. Hatte ich jetzt auch den Anschein. Nicht? Ja, das sah irgendwie so aus. Hat so einen kleinen Hauch von Unlebendigkeit. Kleiner Hauch von Unlebendigkeit. Ja. So, Rotzerli, komm schon mal ran. Justo. Gut, na dann, komm raus, Hexlein. Ah, die hat Gift hingelöst, okay. Natürlich. Oh, immer noch. Alter, ich bin gleich wieder tot. Ja, nicht nur gleich, sondern jetzt. Ich bin ja schön auf dem Balkon, ganz unbedarft, wie auf den Ohren, das ist echt toll. Was? Auf dem Balkon ist er auch super warm. Ja, das ist auch so richtig eklig. Wenn du jetzt sagst, im Planschbecken vielleicht, aber. Auf dem Balkon im Planschbecken, das war was. Hm? Ja, oder so eine Regentonne ganz reinsetzen. Die ist ja aber auch Level 7, ne? Ja, ich sehe gerade. Ich glaube, die können wir noch gar nicht schaffen. Die ist Level 6, die andere 7. Boah. Ich
Deswegen haben wir doch keinen Schaden bei dem großen. Ja. Mann. Ja. Das ist ja, das ist ja ein Fingernagelbreit, was du da schaffst. Ja, das ist ja wieder, das Stream lädt mir wieder frisch vor sich, weil er leider wieder nur auf HD läuft. Das tut mir eigentlich gut. Nee, das müsste mal mit dem Anbieter reden. Das liegt am Anbieter, wenn da so Kacke läuft. Ist deine Leitung echt für einen Pups? Für einen Pups? Pups. Ich würde sagen für einen Arsch, aber. Ach so. Doch schon, irgendwie. Für das, wo der Pups rauskommt. Ja. Genau. Auch eine nette Umschreibung. Hier waren wir aber auch schon mal. Ja. Ja, ich entsinne mich. Diese komische Blumendinger kann man kaputt machen. Ja, das ist Wahnsinn. Immer wieder kommt man an irgendwas dran, was man dann in dem Moment noch nicht kann. Ist schon krass. Sollten wir nicht offen sein, wie ja. Tier hat auch Geheimnisse. Aus gutem Grund. Um andere zu schützen. Es ist weiser, diskret zu sein. Deshalb muss man seine Freunde nicht anlügen. Oder die Familie. Ich bin sicher, Sindri versteht das und macht es ebenso, Kleiner. Keine Sorge. Das ist wie eine Anspielung, wenn wir die Rotze angelogen haben, ne, die ganze Zeit. Oh. Na, Junge, aufgeregt, endlich das Land der Riesen zu sehen? Ja, aber traurig, dass die Reise bald endet. Oh, was, wenn wir in Jötunheim sind und keine Riesen vorfinden? Das kann uns egal sein. Der Wunsch deiner Mutter ist alles, was zählt. Ah, oh, geht nicht weg. Ich bin gleich bei euch. Der erste Winterreifen. Hast du an diesem Rad geleckt? Oh Gott, ich übergebe mich. Ernsthaft, mir kommt's. Vergiss es. Familiensache. Ich kann euch einiges über Familien erzählen. Oh, lass mich raten. Dein Bruder hat überhaupt kein Talent. Und er kreiert nur Müll. Völlig korrekt. Soll heißen? Du redest von nichts anderem. Unaufhörlich. Du warst dagegen oder halt endlich die Klappe. Verstehe. Ja, wir haben genug von den kleinen Leuten mit kleinen Problemen. Na gut. Das hat wehgetan. Oha. Sehen wir uns euer Zeug an. Okay, wird der Junge jetzt größenwahnsinnig oder was? Nee, mich interessiert jetzt gerade, ist er jetzt so ein bisschen hier ihn auf Tor macht er jetzt hier? Da wird wütend und schon blitzt es oder wie läuft? Hm. Achso, du meinst, das Gewitter kommt wegen ihm jetzt? Ja, das hätte ich jetzt gedacht. So, klingt, ne? Aber wir können allgemein nichts bauen, oben können wir. Wolltest du was sagen? Besser. 80.000 kostet das. 80! Also noch etwas für dich? Oh, spinnt der Zwerg. Ich sag ja größenwahnsinnig. Hacken ihn einfach den Kopf ab. Boah. Teilladezeit, das ist natürlich nicht schlecht. Könnte man eigentlich immer verbessern. Dios hat auch Rüstung. Oh. Gelb. So, gezielter Schuss, Gegner in der Luft erleiden mehr Schaden. Beim Schnellfeuern verursacht der letzte Fall mehr Schaden. Der Luftabfeuerte Pfeile verursachen zusätzlichen Schaden.
So, wenn Atreus Gegner wirkt, neben diesem Schaden erhöht den Beteiligungsschaden. Atreus kann Gegner länger erdrosseln. Und dann haben wir nach einer Runenbeschwörung fügt die Pfeile für 8 Sekunden zusätzlichen Statusschaden, erhöhte Heilungssteinwirksamkeit. Manche füllt Atreus Heilsteine, wenn Kratos verletzt ist. Das ist eine ideale Rüstung. Hm. Kostet nur 60.000. Ja, pff, lächerlich. Easy. Lächerlich. Quasi geschenkt. Ja, 60.000. Ah ja, dafür ist das ja gut, ja. Nee. Ich hätte halt gerne. Wo kriegt diese jetzt eine goldene Rüstung? Wie reizt mich die ja? Schwellende Schwefelschulter. Auch mal schwellende Glut. So, gut, jetzt mache ich blank. 60.000. Machst du da Kratzer rein? Das auch, da gibt's auch einzelne Lippen. Ja, vor allen Dingen, weil wir immer so 300, 400 finden, ne? Oh Gott. Ja. Boah, scheiße. Mal ganz kurz. Ich will die Axt nehmen. Oh, super. Hallo, kannst du mir einen Stein werfen? Steinchen ins Gesicht. Oh, so, wir müssen breit gehen. Was willst du denn treffen? Blöder Werwolf. Ich darf sie nicht anvisieren, weil ich irgendwie kenne. Ich finde das mit dem Anvisieren ist sowieso manchmal so. Mal gut, mal nicht so gut. Ja. Boah, der wirft aber Steinchen, das ist schon. Wieso betäubt er den nicht? Oh, trotz Ausweichen. Komm jetzt her, Mann. Ja, das geht mir auf den Sack, der Scheiß wohl. Wir sind alle ein bisschen nervig. Ist das geil? Du weichst aus, in dem Moment dreht sich das wie rum und schlägt natürlich, ja? Hm. Toll, danke Baum. Baum. Alter, wenn es fast zu viel. Komm her, jetzt musst du es brauchen. Mann. Kann ja wohl nicht vorschreien. Ah, dafür, dass die jetzt nur drei waren, fand ich die trotzdem sehr heftig. Alles klar. Da weiß ich ja noch, Keks gehen, dich auf den blöden Wolf konzentriert hast, hat da ganz die Steine in den Rücken geworfen. Naja. Ist auf den anderen gegangen, ist der ganze Zeit der Wolf in den Nacken gejumpt. Ja, wird nicht einfacher. Ich denke mal ja nervig, ich weiß es nicht. Warum hast du so mit dem Zwerg gesprochen? Nervt dich das mit ihm und seinem Bruder nicht? Doch, natürlich. Aber es nützt nichts, ihn zu einem Feind zu machen. Er sollte die Wahrheit kennen, ohne Ausnahme. Es war unnötig und unfreundlich. Wahrheit ist wichtiger als Güte. Meine Mutter wäre anderer Meinung. Sie war keine Güte.
richtig. Ich glaube, das war ein Fehler, dem Jungen dazu sagen. Der hat sich ganz schön verändert, finde ich. Der Junge hustet aber auch schon wieder. Der wird bald reiten. Ja, gut. Was soll ich damit machen? Ja, hätte ich vielleicht vorher gucken sollen. Ja, mein Gott. Da ist wie Eis hier, oder? Ja, schon. Ah, das ist ja diese blöde Fackel, die habe ich gerade eingefroren. So, warte mal, wenn ich das jetzt da runterhole, kann ich mit dem Ding machen. Hier reingehen und da reinhauen, okay. So, hier lang rein und da reinhauen. Eins, aber wenn ich jetzt das da runterhole, was kann ich damit machen? Du. Ja! Keine Chance. Na Junge, kümmere dich um den Schildträger. Ich nehme den Rest. Mit Lenkbohren. Halt, hier ist eng. Guck mal, der verprügelt sich richtig, ey. Geil. Oh ja, zack. Beine weggezogen. Voll die Beine weggekloppt. Mach nochmal, Kind. Sag wieder. Geil. Ja, ich will jetzt gucken, was das Rätsel ist hier. Du kannst alles. Ach, hier, da hin. Okay, weg da unten holen und da rein stüpseln. Wir sind fast da. Ich schaffe das schon. Die Klappe. Meinst du, so wie du von ihr gesprochen hast, bezweifle ich das. Was? Dass sie keine Göttin war? Sie war besser als eine Göttin. Also, dass sie nicht ein Ehre. So, Tuchchen. Ist ja gut. Dann trag sie selbst. Wen will der tragen? Nicht verstanden. Hab ich auch nicht verstanden. Irgendwas, was der Mutter gehört hat? Gott, will er jetzt ihre Unterwäsche tragen? Kind, nein, das macht man nicht. Also. Ah. Nein, aber seine Einstellung hat sich komplett geändert. Vorher, seine Mutter war heilig und hier und da und jetzt hat er gehört, er ist ein Gott. Oder Halbgott oder wie auch immer. Und seine Mutter war nicht so und plötzlich meinte er, er wäre was Besseres. Ist das nicht immer so? Größenwahnsinnig und so. Ja. Cool, wie sind wir jetzt gelandet? Nicht, dass wir Kammer 1 von 7. Nicht, dass wir doch noch am Ende gegen den Sohn kämpfen müssen. Geheimbereich entdeckt. Ja, ich denke, das ist ein Bengel, wenn er dann seine göttliche Kraft hat, wenn man aufs Maul hauen, damit er wieder auf die Boden der Tatsachen kommt. Ja. Ja. Also ungefähr denke ich mir das. Ja. Das habe ich auch so ein bisschen ein Gefühl. Ja. Asche von Mutti. Achso. Achso, stimmt. Die wollen die ja da. Das war ja der Grund der Reise. Aha, ja, ja. Ich entsinne mich. Machst gern unheilvolle Bemerkungen. Was war das uns? Keine Ahnung. Etwas. Wie ist doch einfach. Was immer was du mächtig spürst, Junge. Wir werden damit fertig. Wir sind so weit gekommen, oder? Ja. Etwas Mächtiges wartet auf uns. Ein mächtiger Heiltrank war gut. Karte aktualisiert. Okay. Da ist ein. Oh. Ah, der ist drüben. Ja. Erst die Truhe. Oh, 3000. Schritt geht voran. Das.
Aha. Hier geht's irgendwie überall lang. Ja, ich will das mal. Erstmal sammeln. Viele Leute sehen nicht irgendwie komisch aus. Was erinnert mich das? Was macht Dark denn da? Testet der seine Tastatur? Keine Ahnung. Ha. Tja. Ha. Vielleicht möchte er eine Melde malen. Das müssen wir auch mal wieder machen. Mal ein bisschen hier, entweder Scribblenauts oder... Ne, Scribble.io war das. Scribblenauts muss ich auch noch machen. Ja, muss ich auch noch machen. Das Problem ist, ich komme da nicht weit genug, weil ich einfach nur Scheiße baue. Ja, weil du immer alle tötest und überhaupt nicht auf die Aufgaben aufpasst. Bei dir sind immer am Ende alle platt. Kanone hergestellt, zack, fertig. Sie hat es wirklich getan. Eine Walküre? Ich dachte, das sind nur Geister. Nehmt euch in Acht, Jungs. Eine echte Walküre. Einen schlimmeren Gegner kann man sich kaum vorstellen. Sie greift nicht an. Weiß sie, dass wir hier sind? Nein. Oha. Oh ja, jetzt weiß es. Ja, ich glaube, sie hat's mitgekriegt. Ja, okay. Ich scheint lieb zu sein. Ja. Du kannst nicht ausweichen. Oh ja, die haut ordentlich durch. Man kann echt nicht ausweichen. Man kann nicht ausweichen. Ich glaube, die macht mich kaputt. Alter, ich schreibe mal ein Kursiv. Also ich wollte fragen, ob du das Spiel ein bisschen lauter machen kannst. Vorausgesetzt, vorher hat niemand gefragt, es leiser zu machen. Ich mache das echt am Anfang. Hab da geschrieben, oh, es ist zu laut. Da habe ich es so lange runtergetrieben, bis er gesagt hat, jetzt passt es. Letztens, wie habt ihr schon gesagt, es ist zu leise. Da habe ich es wieder hochgedreht. Jetzt ist es wieder zu leise, obwohl ich nie was ändere. Das gibt's ja gar nicht. Doch, das ist, weiß ich auch nicht. Das Problem habe ich ja auch, dass ich jedes Mal irgendwie Einstellung verstellen. Und Kursiv schreibst du, indem du einen schräger ME machst. Das ist, und dann den Satz schreibst. Dann schreibst du den Satz kursiv. Das ist nicht mehr mit Farben bei Twitch, sondern du schreibst dann kursiv. Wie ist, kann ich dir das ausreichen? In dem Fallen. Oh, die hat einen ganz schönen Schlag, ja. Naja, ich weiß, wir stehen, keine Angst. Oder auch nicht. Es kann doch nicht sein, dass. Du musst die Valkyrie besiegen. Uff, ja, klar. Es kann aber doch nicht sein, dass wir gegen alles jetzt irgendwie zu schwach sind. Obwohl wir uns stetig auch leveln. Da kann doch nicht sein. Weil ich weiche aus, ist das Problem. Ja, ich sehe schon. Trotzdem trifft die mich. Das ist der Hit. Einfrieren oder so kannst du die nicht? Nein, du hast das eher Endgegner, die man später macht. Ach so. Wieso? Oh. Muss ich mal jemand sagen. Ich hätte jetzt so lange gemacht, bis sie geschafft hätte. Ja, wenn wir schon mal drüber gestolpert sind, hätte sie ja mal sagen können, dass sie ein Endgegner ist. Ah, jetzt habe ich halt gesagt, das schafft mich eh noch nicht. Ja. Das. Irgendwie sowas. Oder ein Warnschild. Endboss, du bist noch zu schwach. Die Vorstellungsmusik lässt ja auch echt zu wünschen übrig. Ja, ja. Das können wir uns echt mal merken. Also Endgame ist dann Valkyrie.
gibt mehrere davon. Ne? Das hätte ich mir schon denken können, weil 1 von 7 da stand. Oder? Das ist wirklich schon heftig, die Viecher. Ja, aber krass, dass die alle schon da sind und du vieles quasi nachher dann so machen musst. Ja, dann sollst du mal ausprobieren, mal, ja, geh mal rein, krieg auf die Fresse und hau wieder auf. Ja. Hätten sie doch dann auch machen können mit irgendeinem Siegel, was man ja später wieder aufmachen kann oder so. Ja, ja. Das war sinnvoll, aber. Dass du jetzt schon so einfach so reinkommst. Ja. Meine, finde ich ja schön, dass so ein Spiel so wirklich so mega groß ist und man meinetwegen da auch ein bisschen was machen kann, aber es ist mittlerweile doch ein bisschen sehr übertrieben mit hier noch ein Geheimgang, da noch ein Geheimgang, das kannst du ja später. Man möchte ja eigentlich, wir wollten ja gerne die Story. Ja, haha, kommt alle raus, ja. Ach, wenn er da aufpassen. Endlich mal wieder was, was man platt machen kann. Guck mal, da bestellt mich, die Sau. Ja, ja, ich seh schon. Komm. Na. Nicht beim ersten Date, mein Freund. Nein, nein, nein. Axt. Hier, die haben wir schon. Wenn du die ganze Zeit wusstest, dass wir Götter sind, wieso erzählst du uns dann etwas von Odin, der vor uns nach Jötunheim gelangen will oder so? Sie wollen uns doch wohl eher tot sehen, weil wir Götter sind und eine Bedrohung für sie. Vermutlich können wir das nicht ausschließen, aber Odin ist äußerst schlau und seine Pläne sind... Genug von Odin und seiner blöden Familie. Langsam spricht er unsere Sprache. Quaint ist ab sofort Quaintelwald. Walden. Finde ich gut. Quaintelwalden. Ja, aber ich finde das bedenklich, wie der Junge sich mittlerweile aufführt. Na, guck mal, was passiert, wenn wir das machen. Ach so. Nichts anderes, wenn du runterziehst. Langsam reicht es. Ja, ja, ich gebe dir recht. Langsam reicht's mit dem Denkraum. Gut. Ja, vergessen, wo wir hin sollen. Jetzt allgemein oder jetzt momentan? Jetzt momentan. So. Habe ich auch allgemein nicht mitgerichtet. Allgemein muss man ja irgendwo den Dreck von der Mutter wegschütten. Ja. Was? Das geht mit dir. Ich sag ja, der Junge ist irgendwie voll aggro geworden. Ja. So überheblich und. Immer alle Götter sind böse, aber wir sind es nicht. Ja, ist ja auch ein Gott, oder? Kann da jetzt so ein bisschen auf den Putz hauen. Naja, ja. Und weißt du was? Odin hat ja, aber. Wir sind eine Bedrohung, weil wir wissen, was sie sind und dass wir siegen können. Naja, nicht alle von ihnen. Noch nicht. Magni hat's versucht und er ist tot. Sie sind nicht besser als wir. Und sie werden das alles bereuen. Ja, einfach wie er redet, auch mit den Zwergen jetzt. Vorher hat er die Geschichten angehört, sich mit denen unterhalten. Mit dem Kopf das unterhalten. Ja, ich sag, das muss ich halt. Ja, verstehen. Weil wenn er wenigstens seine Geschichte erzählt, dann gut. Du steckst aus. Da kannst du wenigstens zu Ende erzählen. Aber jedes Mal steckst du ein, 5-3 Meter. Ja, ich sitze später. Weißt du, das ist so.
Hast du echt gar keinen Bock mehr dazu zu hören, weil du denkst so, ja Junge, dann lass halt stecken, deine Scheiße. Tor! Oh, der schon wieder. Tadelte mich! Mich! Für deinen Mord an Magni! Mein eigener Vater nannte mich Feige. Feigling. Er hat wohl noch mehr getan. Hau ab, sonst bringen wir das zu Ende. Ich bring dich um. Nein. Er ist besiegt. Wozu ihn töten? Ich will, dass er für seine Worte büßt. Ich sagte nein. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie ihr besorgt habe. Was tust du da? Das Messer ist besser als Mutters. Du tötest gegen meinen Wunsch. Reiß dich zusammen. Surprise. Aber du hast mich das Töten gelehrt. Ich hab dich gelehrt zu überleben. Wir sind Götter, Junge. Das macht uns zum Ziel. Du bist von jetzt bis in alle Zeit gezeichnet. Ich lehre dich das Töten, ja. Aber nur zum Selbstschutz. Niemals zum Vergnügen. Er hat doch eh niemandem was bedeutet. Was soll's also? Es hat Konsequenzen, einen Gott zu töten. Warum? Woher weißt du das? Woher weißt du das? Hüte deine Zunge. Verstanden? Von mir aus. Tja, so ist das, wenn sie in die Pubertät kommen. Ich würde mal am besten gleich aussetzen. Das wollten wir auch schon vorher. Ah. Das ist ja auch nicht, aber jetzt können wir es nicht sagen. Boah, Alter. Kürt auch wirklich langsam eine große Lippe. Ja, sag ich ja. Nun kann er sich ja auch alleine mit den Gegnern da vergnügen. Kotzen die immer so. Die schlimmer gekotzt? Ja, ich glaube die schon. Warum explodierst du denn? Ich hab dich gegen die Wand getreten. Dreckvieh. Komm her! Werde nicht übermütig, Junge. Wenn Modi uns finden konnte, kann Baldur nicht weit sein. Gut, ich hab genau. Was zu klären. Nein, hast du nicht. Du wirst ihn mir überlassen. Halt doch den Zappel. Ich werde nur tun, was nötig ist. Und ich helfe. Nein. Komm ich mir mal ein bisschen vor wie Obelix. Ich hab ein Hingestein. Den stecke ich jetzt hier rein. Könnt, süß. Licht. Blau. Von mir aus. Hallo. Küssen. Kugeln. Komm reinhauen hier rein. Rein mit dem Nischen. Ich helfe dir, dass du die Scheiße lesen kannst, hä? Eh? Kollege, merkt er das? Geht's denn hier lang? Ah. Ja, renn du weiter, ich geh zurück.
Das ist echt schnell. Da waren wir doch schon mal, oder nicht? Oder sieht das alles so gleich aus? Ja, ja, doch. Doch, hat alles so ein bisschen Ähnlichkeit. Es war aber bestimmt noch nicht die Kette hier unten. Tipp, 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 tipp. Attacke! Doch, hier waren wir. Da war es die. Ja. Weil das hier ein. Dann kann der Junge alles machen. Ja. Ich hab grad gesehen, er kann das. Hallo, wo geht's, Junge? Hier, geht's zu dem. Ja, der will auch ewig töten, soll er mal. Ich liebe. Den schuldet sich nicht. Wie den das freut überhaupt? Ah, das ist ein bisschen. Das ja. Ist krank eigentlich. Ja, sag ich ja. Wir müssen ihn einsperren. Oder einfach köpfen. Klar mal hier. Aber wie kommt ja. Ja, da waren wir definitiv. Alter, hab ich dir gesagt, schieß die Wölfe ab. Was ist denn. Sag mal. Was ist mit dir verkehrt, Kollege, ey? Der entscheidet jetzt eigenmächtig schon, wann er was macht. Das ist ja. Das ist nicht okay. Ah, hier. Was macht denn der jetzt? Der ist mit dem rumgerannt. Hast du dein Training vergessen? Oh, meinst du mich? Ich dachte, du gewinnst meinen Tod. Alter. Das ist scheiße. Jetzt ist wenn er jetzt selber aktiviert seine komischen. Dann. Ich sag dir, irgendwas passiert mit dem. Das ist ja, bedenklich. Grüßen wollen sie nicht. Ja. Na, kannst du das so? Ja. 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 Das nehme ich nicht. Meine Lehren nicht. Ich habe alles getan, was du wolltest, und ich wollte nur die Wahrheit. Woher hast du die Feuerklinge? Wozu verstecken? Geht dich nichts an. Du sagst, Götter zu töten hat Konsequenzen. Hast du einen damit getötet? Nein. Wen hast du von Magni noch getötet? Wie viele? 300.000, 400.000. Hörst du mich? Ich höre dich. Über diese Themen reden wir nicht. Bedränge mich nicht, Junge. Ist gut. Mimir, weißt du was? Ich weiß jetzt alles, was ich wissen muss. Ich muss nichts mehr dazulernen. Ah, gratuliere. Ja, das ist immer wieder auf hier. Fahrstuhlsimulator. Ah, schön. Schalte deinen eigenen Fahrstuhl. Ah, das passiert was. Ganz schön hoch. Kind, spring mal runter, guck mal, tief ist. Junge! Oh ja, der macht das wirklich gut. Du bist alle aus. Ah, warte, falsche Waffe. Oh.
Du hast noch 5 Minuten. Charlie ist dran. Mach die mal eben noch platt, ja? Eben hin. Langsam wird's öde. Und los langsam öde. Naja, Vorbereitung für Charlie treffen. Seid gewarnt! Die Tunnel in den Wänden hier oben zeigen frische Drachenspuren. Den Drachen haben wir getötet. Da ist eine Kugel. Technisch. Erzählt mal. Und fast volles Leben hast du auch. Sehr gut, sehr gut. Damit kannst du, denke ich, arbeiten. Hm? Ja. Alles ja. Safe. Das verbrate ich wieder. Alles klar, gut.